Was geht, Leute? Wir sind jetzt bei der weiteren Folge Punchline. Ich habe gerade schon mal geguckt, nächsten Tag haben wir einen Tag, also können wir dann einen neuen Film drehen. Wir müssen eh noch voll da werden, weil ich bin mal gespannt, was nach Ninjas noch kommt, ob überhaupt noch was Neues kommt. Wenn nicht, dann drehen wir den Film zu Ende und dann gehen wir nächste Kampf halt hoch und dann war es das, glaube ich, schon mit Punchline. Glaube ich, hoffe ich, I don't know. Und wir müssen hier eben zu überall für den nächsten Skill-Übungskampf. Oh ja, yeah, Small, Junge. Wir sind bald Champion, Junge. Ja, wir sämtliche Filme gedreht mit Ninja, Piraten und Aliens, Junge. Ja. Erste Runde weggeklatscht, so, ja moin. Bei uns. Was haben wir denn hier überhaupt noch zu skillen? Counter, oh, Counter ist dritt. Ah. Das brauchen wir nicht. Moin. Man kann nichts mehr skillen. Dann gehen wir hier aus, aber krank mich, ich kann mich kratzen. Sonniger Zug dauert einfach zwei. Sind nicht unter 8, ja, gut, brauchen wir, ja. Alter. Achso, Training. Noch ein Ding, was wir, glaube ich, kriegen. Nice. Scheiße. Na gut, wenn wir noch, ja, kommen, noch. Mal gucken. Aber nice. Haben wir die Roundhouse Kicks. Junge. Ich bin gespannt, wie die aussehen. Ich glaube, das sind ganz normal zu, wie sonst auch. Weil Roundhouse ist, glaube ich, wenn man sich dann erst einmal tritt und dann mit dem Tritt Schwung holt, dann mit dem anderen Bein sich dreht, beziehungsweise sich im Kreis mit dem anderen Bein nochmal zutritt. Glaube ich. Keine Ahnung. Ich bin nicht mehr raus, aber ich glaube, das war das. Ja, Eskio, ich denke, du schreibst mir, wenn du zu Hause bist und zocken. Oh, 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 oh. Wahrscheinlich nehmen wir den Forest auf. Minecraft sag ich schon, ja, Mann. Warum habe ich Minecraft momentan so hart im Kopf, Alter? Was ist da los? Ich muss erstmal kaufen. Wenn wir das andere Projekt werden wir auch noch aufnehmen. Da habe ich aber auch schon fast produziert. Also, mal gucken. Zack. Okay, wir sind bei mit der Ausdauer auf 18. Läuft bei uns. Ja, nach dem Training können wir den Film drehen. Nach dem Training hier. Also wenn wir die Klimmzüge fertig haben. Oh hier, los. Gib mir Skills. Ich brauch keine Punkte. Ich will mehr Fertigkeiten, Junge. Aber die Ausdauer-Sachen würde ich gar nicht nutzen. Bis auf die passiven Perks. Weil wir sind ja auch geschickt, wenn ich auf Ausdauer. Ah, hat ein bisschen länger überlebt diesmal. Ja, jetzt auch. Runde 2 direkt anfangen. Ciao. Noch irgendwas speisen, bevor wir noch eben trainieren gehen. Geil. Zwei Energies reinkloppen und eben Energies kaufen gehen. Mit dem Bus und weiter trainieren. Am besten halt das noch vor dem Kampf, also von dem Film zumindest, auf 22 bringen. Wenn wir noch einen Trainingsdurchgang machen würden, würde, glaube ich, unsere Ausdauer auch auf 18 kommen. Ich will noch eben schnell was spacheln und dann läuft der Lachs.
wieder Ninja. Da kommt ja nichts. Na gut, das ist dann ja. Alter. Pressiger Kombo, Junge. Ja gut, Aliens, Piraten und Ninja. Mehr kommt doch nicht. Gut. Gut zu wissen. Oh Gott, ist das Plan neigt sich dem Ende. Oh nein. Und Wolf muss ich es auch zeigen. Dann muss ich mit der Leiste. Dann muss ich ja demnächst noch Wolfenstein produzieren. Das haben wir angefangen, nur ich habe kaum Zeit. Ich schaffe gerade mal so in der Woche 4 Folgen für euch zu produzieren. Ich wäre gern 5 oder 6, aber schaffe ich Zeit nicht. Ah. Ja und For Honor ist ja, habe ich ja Great gekürtet, da habe ich keinen Bock mehr. Das muss ich auch bald fortführen und auch Last und Zombie auch. Will ich aber nicht. Aber ich muss es, egal. Kommt auch irgendwann, sobald ein Let's Play zu Ende ist. Beziehungsweise sobald Fallout 76 oder Fallout 4 beendet wird, geht das eh mit Skyrim weiter. Haben wir 4 Folgen, glaube ich, produziert oder so. Ach ja, wie sie keine Chance gegen mich haben. Ich komme aus der Hand, tschüss. Und weiter. Nächster. Ich war eine Runde überlegt, ja. Was ist denn los? Oh, hier komm. Aus dem Maul. Werden wir eh nicht nutzen. Aber gut. So hat das hat man. Ne? Dann trainieren wir noch mal kurz, bis damit wir full life sind. Dann geht's nach Hulk Hogan, oder wie der heißt. Hieß er nicht bei WWE Hulk Hogan irgendwie so? Keine Ahnung. Ich kenne mich null mit WWE aus. In meinen Augen hat mir sowas mal angeguckt mit einem Kollegen, weil er es voll feiert. Also für mich sah das alles übelst gestellt aus, als wäre das alles abgesprochen, wie die springen müssen, landen müssen, etc. So dachte ich mir so, okay. Also für mich sah das halt so aus, der Typ lag irgendwie auf dem Boden, keine Ahnung, dann ist er, dann wollte er da drauf springen, beziehungsweise ist er drauf gesprungen. Und dann dachte ich mir so, ja gut, das hätte man eigentlich ausweichen können. Also es war jetzt nicht so schnell, dass man da instant drunter liegen bleibt. So kam mir das vor, also keine Ahnung, ich habe sowas noch nie gemacht, muss ich dazu aber auch wirklich sagen. So, wenn das alles wirklich so ist, wie es ist und auch wirklich wehtut, dann mein Respekt dafür. Aber für mich sieht es irgendwie zugestellt aus. Auch wenn das WWE und alles Profi ist, klar, keine Ahnung, für mich sieht das gestellt aus. Weil ich kann mich damit auch nicht so wirklich zurechtfinden, das ist nicht mein Metier. So. Für mich ist es halt langweilig so für also. Ist nicht meins, aber wenn da jemand Bock drauf hat und sich da wirklich interessiert und das auch macht oder WWE-Fan ist oder wie oder so, warum nicht? So, ja. Wenn er drauf Bock hat, also meins ist es nicht so. Schauen Sie mal. Aber naja gut. Ach ja. Oh nein, unsere Liebe läuft schlecht aus. Oh nein, unsere schöne $300-Liebe.
Hat man das jetzt gehört im Video? Das war mein Genick. Aus dem Nackenverspannung und Regeln, Junge. Deine Ernst, kurz vor dem Tageswechsel hörst du auf, Alter. Boah. Geil, Kaffee, Junge. Vorher kein Kaviar mehr macht der Typ. Mir auch überhaupt davon die Stimmung runtergehen. Fressen ist fressen. Skillpunkte, Skillpunkte, Skillpunkte. Alles mitnehmen, was geht, Junge. Whisky. Ja, du Stinker. Was planst du schon wieder? Achso, du willst pennen, ja gut, dann liegt die Leine. Eigentlich dürfte ich die nicht pennen lassen tagsüber. Ich müsste irgendwie mit irgendwas permanent beschäftigen. Deswegen abends auch mal schön pennen, aber die spielen jede Nacht, Alter. Auf Dauer geht das hart auf die Eier. Erstmal Training beenden, ein bisschen Liebe. Los, Liebe, Liebe, Liebe. Oh, tschüss. Eben $300 für Liebe ausgeben, damit das Training effizient bleibt. Das kommt mir vor wie Unterhalt, ohne Witz, Alter. Aber es müsste schon reichen, dass sie hier in der dicken Villa wohnt. Nein, wir müssen ihr noch Geld in ihr Kopf zu schieben, damit sie uns liebt. Ja, nee, ist klar. Ist ja nicht, dass man bei einer anderen Dame, die Dienste irgendwie, also spezielle Dienste anbietet, für $300 mehr bekommen würde. Als so ein kleines Gespräch von wegen, ja, ich liebe dich. Oh Gott. Aber naja, gut. Shit, ein Spiel. So, zack. So, Kalk Kaugen. What the fuck, Digga? 15, 10, 13, ja moin. Was gibt bei dir, Digga? Das könnte ein harter Brocken werden. Was sind das eigentlich für Perks, Alter? Boah, der Alter. Oha. Das könnte interessant werden. So mal da voll viel HP hat, Alter. Wow, 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 wow. Was? Alter, was? Scheiße, Mann, Digga, was zeilt er denn aus? Warum hat er so wenig Ausdauer? What the hell? Amina. Ich muss Ausdauer sparen. Alter, oh Gott, das wird ein knapper Kampf. Oh, hör auf, mir so viel Damage zu machen. What the fuck? Alter, mit 13 HP, was zum Fick war das denn, Digga? What the hell? Was? Ja, geil! Wir sind Weltmeister, 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 yeah! Alter, ich bin Weltmeister, Alter, Mann, juhu! Thank you.
Moment mal, ich hab gar kein Full Life. Jetzt muss ich da. Lol, unser Bruder ist auch da. Das bin ich. Bruder, was? Er hat mehr HP, das ist unfair! Wir sind direkt von Kalk Hauben gekommen, das ist unfair! Das ist übelst unfair! Das ist richtig unfair! Kann ich speichern? Nein. Oh nein! Drück mir die Daumen, dass das klar geht, Alter! Oh Gott! Oh, wir können ausdauern. Hoffe ich zumindest. Ja gut, wir platzen den weg. Der geht schon weniger ab hier als hier. Ja, gut, okay. Ich dachte so, ja, weil wir können Kalkaugen geschwächt waren, wird das nichts. Aber Digga, da war Kalkaugen ja noch schlimmer als der. Was? What? Alles klar, okay, krass. Ja, seht ihr mal, wie viele Wichser da dran saßen. Krass, ey, ist das jetzt gleich zu Ende. Und World War Z auch. Scheiße. Ich muss hart in die Vorproduktion gehen in nächsten Woche. Beziehungsweise dieses Wochenende on fire. To be continued? What? Kommt noch mehr Entwickler oder kommt noch ein zweiter Teil? Okay. Na gut, dann. Was das? So viele Entwickler waren das aber gar nicht. Hätte ich mehr erwartet. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, lasst ein Like da, teilt das Video, schaut in die Videobeschreibung, folgt auf Instagram, Twitter und Co. Kauft euch das Spiel, es ist einfach voll geil, ja. Es macht immer wieder Spaß und unterstützt ihr mit Lazy Beer Games bzw. Tiny Bald. Und ja, ciao mit V.